Der SCDFK gastierte am Freitag beim 50. HC Glauchau-Meraneh zu einem Testspiel. In einer vollen Halle lieferten beide Teams den Zuschauern einen schönen Handballabend. Das Spiel ging am Ende mit 21:45 für die Leipziger aus. Für Leipzig-Trainer André Haber war es sowohl ein Auswärts- als auch Heimspiel. Er ist gebürtiger Meraneh, was diese Begegnung für ihn besonders machte. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine tolle Kulisse und hier ja, liegen die Wurzeln in der Region. Nicht unbedingt jetzt explizit in der Halle, aber in der Region liegen meine handballerischen Wurzeln. Und wenn dann sowas geht, wenn wir da als Mannschaft hier mal herkommen können, um dort ein Handball-Event zu machen, dann ist das was auch für meine Seele, dann ist das was, was mich unglaublich freut. Das hat eine Bedeutung für mich, das ist schön für den Verein hier. Ich hoffe, dass bei den nächsten Heimspielen dann sich einfach 100, 200 Leute mehr überlegen, komm, da gehen wir wieder hin. Und das war heute eine runde Veranstaltung und auch ein paar emotionale Momente, Leute wiederzusehen, die ich schon echt lange nicht mehr gesehen habe, bis zu 10 Jahre oder so. Das ist schon eine tolle Nummer. Aus Leipziger Sicht gab es einen Rückkehrer auf der Platte. Rückraumspieler Franz Semper konnte nach einer Herzmuskelentzündung erstmals wieder ins Geschehen eingreifen. Es war der erste Einsatz seit Dezember. Er konnte das Spiel vor allem nutzen, um wieder Spielroutine zu sammeln. Klar ist es jetzt keine genaue Standortbestimmung, wie mein Leistungsstand ist, weil wir spielen ja schon gegen eine Fünftligamannschaft, aber ja, einfach um das Spielfeeling wieder zu bekommen und einfach wieder in die Routine reinzurücken, ist das schon sehr gut gewesen. Der Kapitän der Gastgeber Sebastian Pobitz ist selber DHFK-Fan, weshalb er sich umso mehr auf das Spiel gefreut hatte. Einige Erfahrungen konnte er aus dem Spiel mitnehmen. Naja, auf jeden Fall die Härte, ja, die Körperlichkeit. Das ist natürlich eine ganz andere Liga als bei uns. Ja, und aber eben auch die Schnelligkeit. Ja, also es war wahnsinnig anstrengend. Und ja. Nach dem Spiel gab es noch Stars zum Anfassen. Es wurden Fotos gemacht und Autogramme gegeben. Eben das, was diesen Abend unvergesslich machen sollte.